Delo konzentriert sich ganz intensiv auf spezielle Anwendungsfälle, versucht da einfach zu durchsteigen, was sind die Probleme, die Anforderungen des Kunden und versucht dem Kunden eben anhand seines Anwendungsfeldes zu erklären, warum in diesem Fall die Fügetechnologie Kleben einfach das richtige Maß ist, um das einzusetzen. Und ich glaube, dadurch sind wir einfach schon sehr gut bekannt und in den speziellen Feldern reden auch die einzelnen Kunden miteinander und empfehlen das auch weiter. Ich glaube, es ist wirklich einzigartig. A, die Mitarbeiterauswahl. Bis heute schaffen es mein Mann und ich, jeden Mitarbeiter vom Vollakademiker bis zum Azubi im zweiten Gespräch mindestens selbst anzuschauen. Das heißt, das Team passt zueinander. Und wenn die bei uns anfangen und die in die technische Beratung hineingehen, werden die mindestens 3 Monate geschult. Also nur Theorie und Praxis, mit Prüfungen übrigens. Und erst dann kommen die zum Kunden. Und insofern hat der Kunde wirklich einen Ansprechpartner, der was von seinem Fach versteht und das wird hoch anerkannt. Also wir haben erstmal unsere Arbeit getan. Digitalisierung, also denken Sie nur ans autonome Fahren. Kein Auto fährt autonom ohne eine Unmenge von Sensoren. Kein Sensor ohne Klebstoffe. Also insofern, Delo gehört fast in die Digitalisierung mit hinein, weil auch jeder Roboter, alles was miteinander kommuniziert, vollautomatisch, braucht Sensorik, teilweise Haptik und so weiter, was einfach geklebt wird. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, und da versuche ich immer auch die Mittelständler ein bisschen zu ermutigen, viele stellen sich bei Digitalisierung 4.0 vor, es werden irgendwelche Rohstoffe an die eine Seite der Anlage gestellt und hinten fällt das fertige Produkt raus. Das ist beim Mittelstand nicht so. Wir machen nun mal auch kleinere Einheiten, Stückzahlen von 1,50, keine Ahnung, bei Mittelständlern ist normal. Aber die einzelnen Prozessschritte dort zu modular aufzubauen und da zu digitalisieren, ist ein wesentlicher Schritt, um eben schneller, akkurater, qualitativ hochwertiger zu sein. Und da geben wir sehr, sehr viel Geld aus. Wir geben etwa, über 10, 12% unserer Investitionen, die wir pro Jahr ausgeben, ist alles ins Digitale hinein. Also da machen wir eine ganze Menge, weil wir einfach erkannt haben, ohne ist man bald weg vom Fenster.